mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Heute ist es soweit, ich bekomme meine zweite BioNTech-Impfung. Und im ersten Vlog habe ich es euch ja versprochen, ich nehme euch wieder mit, berichte, wie es mir ergangen ist, direkt nach der Impfung, wie das abgelaufen ist, wie es mir später gehen wird. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch gerne bei dem i, schaut es euch an. Es ging mir eigentlich super nach der ersten Impfung. Jetzt bin ich gespannt. Man sagt ja, BioNTech Impfung 2, bisschen mehr Nebenwirkung. Mal schauen, wie es mir gehen wird. Ich bin nämlich sehr gespannt. Für mich geht es nämlich morgen in den Europapark. Ja, ich hoffe, dass ich nicht allzu viele Nebenwirkungen haben werde. So, und jetzt gehe ich rein. So, da bin ich wieder. Ja, ging wieder super fix. Gut, die hatten auch Mittagspause und direkt nach der Mittagspause war mein Termin. Das heißt, ich war eigentlich einer der Ersten, die dran war. Ja, ging super fix. Innerhalb von 10 Minuten war ich durch. Hatte noch ein, zwei Fragen an den Arzt wegen dem Trip morgen in Europapark. Aber er hatte jetzt auch keine Bedenken. Und ja, 15 Minuten gewartet und jetzt durfte ich raus. Und ich möchte es jetzt nicht direkt in die Kamera zeigen, weil man weiß ja, dass Impfpässe zurzeit gefälscht werden. Und ich möchte jetzt nicht die Nummern in die Kamera zeigen. Aber ich habe zwei Sticker und bin sehr happy. Und in 2 Wochen heißt es dann für mich, keine Tests mehr machen. Keine PCR-Tests, um zurück nach Deutschland zu kommen. Keine Quarantäne. 2 Wochen warten, bin sehr happy. Aber jetzt geht's für mich nach Hause. Ich muss nämlich noch ein bisschen weiterarbeiten. Halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es mir im Laufe des Tages geht, heute Abend, morgen, damit ihr da auch Bescheid wisst. Kurzes Update nach 4 Stunden. Top. Also bisher merke ich gar nichts. Ist auch immer so, wenn man hört, oh ja, hier Nebenwirkungen, Fieber, keine Ahnung, Schüttelfrost, dann bildet man sich auch viel ein. Ich denke, ich fasse mir auch mal so zwischendurch an die Stirn und denke mir, hast du jetzt Fieber? Aber sonst, mein Arm tut nicht weh. Mir geht's noch gut. Ich muss jetzt noch kurz was erledigen und dann wird den restlichen Abend entspannt auf der Couch verbracht mit Fernseh gucken, damit ich auch fit bin für morgen. Aber ja, bisher wunderbar. Es war jetzt knapp 20 Uhr, das heißt 7,5 Stunden nach der Impfung. Ich muss euch übrigens noch zeigen, ne? Ich wurde wirklich geimpft. Ich habe ein Pflaster. Bei der letzten Impfung hatte ich es ja weiter hinten. Jetzt habe ich es hier irgendwie in der Schulter drin. Diesmal war es auch langsamer. Die Dame, die mir das gespritzt hat, entschuldigt bitte, ich wollte gerade meine Haare waschen, bevor ich Haare wasche, dachte ich, nehme ich das noch auf. Die Dame, die mir das gespritzt hat, weil ich habe gesagt, ja, die andere Dame beim letzten Mal war schneller beim Spritzen. Und die war so, ja, sie macht das lieber langsamer, weil dann brennt es wohl nicht so. Bei mir hat es beim ersten und beim zweiten Mal nicht gebrannt, aber ich denke mir, vielleicht habe ich auch Kochsalz bekommen. Nein, natürlich nicht. Aber ja, mir geht es soweit gut. Meine Freundin hat mir jedoch geraten, generell nach Impfungen nicht baden oder duschen zu gehen. Auf jeden Fall nicht zu heiß, wenn ihr unbedingt duschen müsst. Ich werde aber jetzt nur meine Haare heute waschen, weil das ist wichtig. Das muss ich machen, das habe ich mir für heute vorgenommen. Werde aber nicht duschen oder baden gehen. Weil man halt nicht sich zu anstrengen, also nicht schwitzen soll, die Körpertemperatur jetzt nicht unnötig erhöhen sollte. Außer sie erhöht sich von selbst. Ihr wisst, was ich meine. Also ne, nicht unnötig da irgendwie Stress aufbauen im Körper. Deswegen werde ich jetzt nur meine Haare waschen über der Badewanne. Und duschen werde ich dann erst morgen früh. Genau, ansonsten habe ich den Arzt noch gefragt, wie es aussieht mit Alkohol. Weil wir ja bekanntlich morgen in den Europapark fahren und auch den einen oder anderen Drink nehmen wollen, uns genehmigen wollen. Aber er meinte, ja, morgen so ein Bierchen wäre okay und am Sonntag wäre schon ein Weinchen. Aber jetzt ne, nicht über extrem viel Alkohol, würde sich nämlich auch negativ auf die Impfung oder auf die Wirkung der Impfung auswirken. Hat Sinn gemacht, oder? Ihr habt mich verstanden. Ja. Ich werde jetzt meine Haare waschen und mich vor dem Zu-Bett-Gehen nochmal bei euch melden, wie es mir bis dahin geht. Bisher keine Armschmerzen, nichts. Wie gesagt, manchmal bildet man sich ein, oh, jetzt habe ich so eine kurze Hitzewelle oder so im Körper und fasst sich so an die Stirn. Aber das ist halt, ne, weil man weiß, man könnte Folgennebenwirkungen bekommen. Aber sonst geht es mir super. Ja, ich melde mich jetzt aus dem Bett. Wir haben jetzt 10 Uhr. Und ich muss euch leider enttäuschen, aber
Ich habe nichts. Mir geht's gut bisher. Also, ich weiß nicht, ob es mir einbildet, mein Arm ein bisschen anfängt weh zu tun. Das Licht ist ja jetzt grauenhaft. Ach du lieber Himmel. Ja, es tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Ich weiß nicht, ob ihr bestimmt erwartet, dass ich hier leidend irgendwie liege und keine Ahnung, mit Fieber und Schüttelfrost und so euch mehr berichten kann an Nebenwirkungen, aber dem ist zurzeit nicht so. Also, ich hatte euch ja versprochen nach dem ersten Video, dass ich auf jeden Fall ein zweites Video mache mit, ne, wie es mir nach der zweiten Impfung geht, aber ich weiß nicht, ob ihr jetzt enttäuscht seid, dass es mir gut geht. Oder ihr vielleicht mehr Nebenwirkungen erwartet habt. Aber ich finde, dass, wenn es so weitergeht, dass das schon ein positives Zeichen ist für die, die vielleicht Bedenken hatten oder Angst haben vor den Nebenwirkungen, dass es nicht bei jedem auftritt. Es kann auch wirklich milde verlaufen. Natürlich auch extrem mit Schüttelfrost und Fieber und ne, Grippe-ähnliche Symptome für ein, zwei Tage. Aber ich finde, ich auch mit diesem Video kann ich dann vielleicht jemanden, der wirklich Angst vor den Nebenwirkungen hat, die Angst nehmen, weil sie müsse nicht eintreten. Mal gucken, wie es mir morgen früh geht. Ich muss nämlich sehr früh aufstehen. Halt euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich bin unterwegs, die Nacht gut überstanden. Kurzes Update, also mir geht es immer noch sehr gut. Hatte meine Schulter nachts angefangen, weh zu tun, bei der Einstichstelle. Die hat ja relativ hoch gestochen bei mir in die Schulter rein. Die tut jetzt ein bisschen weh. Brina fährt hier gerade. Der kommt nicht mehr neben mich. Und ja, ich habe so ein bisschen geschwitzt nachts. Es war so, als hätte man die Heizung auf 5 gelassen. Und es war einfach warm unter der Bettdecke. So ein bisschen geschwitzt, aber sonst, ja. Geht's mir gut. Ich hoffe, mir hat noch jemand per Instagram geschrieben, dass sie erst nach 24 Stunden Fieber und Schüttelfrost hatte. Deswegen habe ich jetzt zur Sicherheit schon mal eine Ibuprofen genommen und hoffe, dass es im Laufe des Tages gut bleibt. Ja, ich bin wieder zu Hause. Heute ist Montag. Meine Impfung habe ich ja am Freitag bekommen. Und am Samstag, genau, Samstagabend ist mir aufgefallen, als wir im Hotelzimmer waren, ist, dass ich an der Einstichstelle, ja, so einen roten Arm, also da wo ein bisschen drüber über der Einstichstelle, die hat ja relativ hoch gestochen, ja, die Stelle rot ist, sehr, sehr heiß war, also zu dem Zeitpunkt, und ja, so ein bisschen hart, wenn man drauf drückt. Und auch, dass es wehgetan hat, wenn man drauf gedrückt hat. Ich konnte den Arm auch nicht ganz heben am Samstag. Es wird von Tag zu Tag besser, aber ihr seht, es ist Montag und es ist immer noch da. Also die Einstichstelle ist schon, und es juckt auch ein bisschen, muss ich sagen. Genau, das ist die Einstichstelle. Ansonsten ziehe ich mich mal an. Ja, also das waren so meine Nebenwirkungen von der zweiten BioNTech-Impfung. Wie gesagt, in der ersten Nacht so ein bisschen warm gewesen, ein bisschen geschwitzt. Ansonsten nur die Armschmerzen, jetzt diese Einstichstelle, die rot ist. Ja, das waren meine Nebenwirkungen von meiner zweiten BioNTech-Impfung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Angst nehmen. Mir ging es wirklich erstaunlich gut. Aber ich kann es natürlich jetzt nicht pauschalisieren, dass wenn ihr jetzt die zweite BioNTech-Impfung bekommt, dass es bei euch dann auch so ist. Aber vielleicht nehme ich dem einen oder anderen die Angst. Und das war's auch wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch mal durch meine Impfreise mitgenommen habe. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.